Hi YouTuber, herzlich willkommen zu dieser Reaction auf Poa Live. 400 Abonnenten. Ich feiere es, dass wir irgendwie auf diesem Kanal die ganze Zeit auf Leute reagieren, die irgendwie nur so ein paar hundert Abonnenten haben. Voll cool. Die Frage des Videos ist, warum soll ich noch arbeiten? Das frage ich mich ja auch. Ich sitze hier um 13.09 Uhr im Stream, sehe eure ganzen Gesichter und nachher sehe ich eure ganzen Gesichter auf YouTube, auf meinem Reaction-Kanal und werde dafür nicht mal bezahlt. Ja, merkt ihr selber. Warum soll ich mir das nachher antun? Dieser Frage werden wir jetzt nachgehen. Lasst ein Follow auf Twitch da, würde mich sehr freuen. Zweiter Link in der Beschreibung. Lasst ein Abo und ein Like da. Let's go. Lohnt es sich noch zu arbeiten? Nein. Bisschen Burgi-Geld reicht. War all meine harte Arbeit in der Vergangenheit umsonst? Die Preise steigen und steigen. Aber was, wenn die Dinge für mich nicht passieren? Wie kann ich stark aus den Folgen der Inflation herausgehen? Einfach Studium abbrechen und bei Karl S. in die Ausbildung gehen. Okay, gleich kommt ja auch nochmal ein Gesicht, ja. Wird das Bürgergeld von Bedürftigen genutzt oder von Betrügern? Ich beziehe mich hier auf jene Personengruppen, die es vorziehen, Bürgergeld zu beziehen, statt zu arbeiten. Und jene, die denken, dass man mit einer Selbstständigkeit allein glücklich werden kann. Das alles und mehr! Jetzt! Digga, das Intro geht länger als alles andere, was ich hier gesehen habe. Guck mal, der Grund, warum ich ja zum Beispiel jetzt mit Social Media angefangen bin, ist, weil ich ja an die junge Generation angefangen bin. Appellieren möchte. Danke für die 50 Cent. Weiß, wie das ist. So, 50 Cent in meine Tasche. Ich habe 50 Cent gerade verdient. Wie viel habt ihr in den letzten 10 Sekunden verdient? Wenn man eine scheiß Vergangenheit hatte, wenn man sich alles so krass hart... Okay, ich sehe schon, die Musik ist hart traurig. Sie guckt gerade, als wäre die Welt am Untergehen, also, und sie redet auch sehr, sehr belastend, also es ist ein ernstes Thema. Wir sind jetzt ernst. Arbeiten musste, aber es ist sau wichtig, dass man nicht aufgibt und dran bleibt, denn das stärkt euren Charakter und eure Gene, die ihr weitergeben werdet an eure Kinder, an eure Enkelkinder und nicht auf der faulen Haut rumzusitzen, Opfer deiner Schicksalsschläge zu sein und dann nur Bürgergeld beziehen. Der Grund, warum ich hier gerade an der Seite angehalten bin, ist... Und nur Bürgergeld beziehen. Chat, natürlich ist Bürgergeld eine super Sache. Es ist wichtig, dass Menschen in unserer Gesellschaft aufgefangen werden vom Sozialstaat. Also, dass die Menschen, die nicht arbeiten können oder nicht arbeiten können oder... Mann! Ach so, ja, es ist wichtig, dass die... Stimmung zerstört, Real Talk. Oh, okay, bin wieder traurig. Es ist wichtig, dass die Menschen aufgefangen werden, aber die Leute, die dann sagen, nö, also ich habe keinen Bock zu arbeiten, Bürgergeld reicht mir, ist natürlich lost, ne? Weil ich versuche normal zu arbeiten. Ich schaue keine Nachrichten, ich schaue keine Medien. Ich versuche mich von all dem zu distanzieren, um mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Und ich mache ja schon so vieles gleichzeitig. Ich habe ja ganz viele Projekte immer am Laufen. Das macht mir Spaß. Das mache ich, weil ich Ziele habe. Und es ist ganz wichtig, dass ihr auch Ziele habt. Aber wenn ich dann bei meinen Kunden zum Beispiel bin und die sind unzufrieden und sagen mir, Daria, wir suchen händeringend Leute, finden aber keine, weil die Leute nicht mehr arbeiten wollen, weil sie genug Bürgergeld kriegen, dann denke ich mir so, wo soll das hinführen? Wir werden hier... Das wird dahin führen, dass die Menschen halt mehr Gehalt zahlen müssen. Wie wär's denn damit? Bald amerikanisch ähnliche Lebenszustände in Deutschland haben. Der Mittelstand... Ja, okay, chill mal. Alter, chill. Also, es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn in Ausbildung nicht mehr ausgebeutet wird. Chat, wer von euch hat eine Ausbildung gemacht und hat da 5, 6, 700 Euro im Monat bekommen? Ja, das ist, also was ist das für ein Stundenlohn? 2 Euro in die Fresse oder was? Also, da fängt's ja an. Wie kann man so dumm sein, in Deutschland noch eine Ausbildung zu machen zum Beispiel? Ja, kann ich dann auch sagen, weil du wirst ausgebeutet für einen Hungerlohn, kannst nicht mal von dem Ausbildungsgehalt leben und bist der Laufbursche für alles in vielen Unternehmen. Ja, und das zieht sich so weiter. Also wie willst du denn in München überleben, wenn du einen normalen Job hast? Funktioniert ja nicht. Du musst ja, wenn du wirklich gut davon leben willst, entweder selbstständig sein oder Akademiker sein. Alles andere ist super, super schwierig. Ist so. Automatisch durch die ganzen Steuerabgaben abgeschaffen wird. Die Schere zwischen Arm und Reich wird dadurch automatisch größer. Wir verblöden doch dadurch nur. Ich mache einen Job, wo ich sage, okay, eigentlich könnte ich auch Bürgergeld beziehen.
Hab ein Jahr im Kindergarten gearbeitet und alles, was ich am Ende bekommen habe, war ein 10 € Amazon-Gutschein. Das ist so krank. Soll die ganze harte Arbeit, die ich mir gemacht habe, in der Vergangenheit, und ich bin nicht die Einzige, das war. Dafür finanziert der Staat deine gesamte Schullaufbahn. Nein, ich war auf einer Privatschule. Weiß ich. Das ganze Lernen, sich Hilfe Grüße an meine Eltern. suchen, arbeiten, weitermachen. Soll das alles umsonst gewesen sein? Ich gehe ja auch am Wochenende noch manchmal beim Kellnern aushelfen. Mache ich einfach aus dem Grund, weil es mir Spaß macht, weil es mich ablenkt, weil ich es mag, diesen Job auszuführen. Es ist ganz wichtig, die Schule ist der zweite Erziehungsort, dass diese Schüler, ja, Du früh genug Schnösel. in ihren Stärken bekräftigt werden, sodass sie auch wissen, welchen Job sie machen wollen und nicht irgendwie irgendwas einfach studieren, danach abbrechen. Ich habe mal mit einem Dozenten gesprochen, der hat gesagt, nur Studienabbrecher habe ich hier. Die sollen mal alle arbeiten gehen, eine Ausbildung machen oder sonst was. Geht. Digga, Zehner, wenn er das wirklich gesagt hat. Welcher Dozent sagt denn, dass seine Studierenden alle abbrechen sollen und arbeiten gehen sollen? Hä, soll der nicht eher den Studiengang bewerben und den vielleicht besser machen, dass die Leute nicht mehr abbrechen? Arbeiten, Leute, das ist wichtig für euch. Ihr müsst das für euch machen. Ich zum Beispiel, ich könnte auch sagen, jetzt arbeite ich halt nicht mehr. Aber es gibt mir eine Routine. Es gibt mir ein Gefühl, irgendwie, ja, meine Ziele zu erreichen, was bewirken zu können und einfach was machen zu können. Also, keine Ahnung, ich verstehe das nicht, wie man den ganzen Tag nichts tun kann. Ich bin jemand, ich brauche eine Routine. Ich brauche das. Ja gut, aber Routine hat ja nichts mit Arbeiten zu tun. Zum Beispiel, ich arbeite ja auch als erfolgreicher Influencer. Und ich habe überhaupt keine Routine. Ich stehe, also heute bin ich um 11 aufgestanden, gestern bin ich um 8 aufgestanden, vorgestern bin ich um 13 Uhr aufgestanden. Ich streame jedes Mal wann anders, random, spontan. Ich mache immer irgendwas random, aber ich ziehe halt jeden Tag durch. Also ich arbeite safe 40 Stunden in der Woche. Plus dann noch Studium und Trainer und so weiter. Also ich bin auch übertrieben am Hustlen. Ich mache nichts anderes in meinem Leben, außer für meine Zukunft zu arbeiten eigentlich, tatsächlich. Und deswegen fühle ich den Punkt schon, aber es hat ja nichts zwangsläufig mit Routine zu tun. Also du kannst auch übelst der Hänger sein wie ich und übelst chaotisch und voll Pfosten, aber trotzdem durchziehen. Muss jemanden haben oder, also wisst ihr, was ich meine? Viele, die auch zum Beispiel sagen, ja, ich möchte selbstständig sein. Ich sag euch mal was, ich habe das auch mal versucht mit diesem selbstständig sein. Man kann nicht von jetzt auf gleich selbstständig sein. Das ist eine, jemand, der selbstständig ist, hat diese Persönlichkeit, dieses selbstständig sein können, entwickelt. Dich jeder. Chat, ich hab diese Persönlichkeit entwickelt. Guckt mich an, bewundert mich, hebt mich auf eure Hände. Ich habe meine Persönlichkeit entwickelt, ich bin selbstständig. Was mit euch Losern, hä? Er kann von heute auf morgen selbstständig sein. Wisst ihr, wie anstrengend so etwas ist, selbstständig zu sein? Das ist nicht einfach. Und es ist auch nicht jedermanns Sache. Für mich zum Beispiel war es so, ich habe gemerkt, ich bin nicht bereit, eine Selbstständigkeit zu haben. Ich bin in vielen Dingen selbstständig, aber ich möchte halt noch einen Arbeitgeber über mir aktuell über mir haben. Mensch, mein Deutsch ist doch eigentlich gut. Versteht ihr, was ich meine? Kann ich nicht verstehen. Also den Punkt fühle ich persönlich für mich überhaupt nicht. Also, Chat, wie ist es bei euch? Also ist es euch wichtig, dass ihr einen Arbeitgeber über euch habt? Also für mich ist ein Arbeitgeber gar nicht cool. Ich habe noch nie in meinem Leben für jemanden gearbeitet, noch nie. Das wird jetzt das erste Mal passieren in 2 Monaten, dass ich halt ein Praktikum für mein Studium brauche. Also ich werde jetzt für jemanden arbeiten. Und das ist auch in Ordnung. Ich werde die Erfahrung gerne machen. Das ist in Ordnung. Aber auf lange Sicht möchte ich das nicht. Also auf lange Sicht möchte ich selbstständig sein. In egal, was ich mache. Aber ja. Ich nehme die Erfahrung mit für 6 Monate. Aber auf lange Sicht, boah, kein Bock, mich die ganze Zeit rumkommandieren zu lassen. Wirklich überhaupt nicht. Aber sie hat natürlich recht, Selbstständigkeit geht nicht. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt werde ich selbstständig. Du musst es halt nebenher aufbauen. Ich meine, ich mache das jetzt auch schon über Jahre, um mir halt den Schmarrn hier aufzubauen, damit ich euch. Ich habe, guck mal, euch alle, ich hab euch alle angeangelt, wisst ihr das? Starlight Kitten, Lally, alle, die am Start sind, alle, die auf YouTube am Start sind. Ich habe euch mit der Angel in mein Boot geholt, wisst ihr? Und jetzt hängt ihr in dem Boot als kleine Fische in meinem großen Fischteich, auf meinem Fischkutter. Und ich fahre immer weiter raus und hole mehr Leute rein. Und eines Tages in 15 Jahren fahre ich dann wieder zurück in die Heimat und lasse euch alle wieder laufen.
hin und wieder springt halt mal jemand aus dem Fischeimer wieder zurück ins Meer. Ja, das kann passieren. Aber zum Beispiel Hautruff und Zack, der hat gerade gefollowed, den habe ich jetzt gerade geangelt. Der ist an der Leine, kann er nichts mehr machen. Also das kann doch nicht sein, das tut uns doch gar nicht gut. Ich habe viele wohlhabende Freunde in meinem Umfeld, die aktuell Deutschland verlassen. Die sagen, ich verlasse das sinkende Schiff. Tschüss. Kein Bock mehr auf den Bums. Das sinkende Schiff. Oh Mann, ich hasse das, Digga. Deutschland ist kein sinkendes Schiff. Bro, es geht uns in Deutschland so viel besser als so vielen anderen Menschen. Läuft dir gar nicht gut. Ja, was ist, wenn man Familie hat, die man nicht verlassen kann? Chat, ganz ehrlich, diese ganzen Leute, die sagen, ja, ich verlasse das sinkende Schiff, ich habe keinen Bock mehr auf Deutschland, die ziehen dann nach Dubai oder so. Ja, okay, ja, dann macht das halt. Herzlichen Glückwunsch, aber dann habt ihr es, dann labert nichts von sinkendem Schiff. Ihr geht hier auf das unmoralischste Scheißschiff. Dann bin ich lieber in Deutschland auf einem guten alten deutschen Fischkutter, als in Dubai auf einer Riesenjacht, die zusammengebaut ist aus Leichen. Ja, habe ich auch keinen Bock drauf. Und Flüchtlinge, die unkontrolliert aufgenommen werden, die gewillt sind, ja, fördert sie. Wir leben hier in einem Sozialstaat. Keiner muss obdachlos sein. Keiner muss auf der Straße leben. Wir leben in einem Sozialstaat. Hallo. Leute. Hallo. Ihr müsst nicht arm sein. Und auch nicht auf der... Ihr müsst nicht arm sein. Seid einfach reich. Hey, ich verstehe nicht, warum ihr arm seid. Werdet einfach reich, ihr Loser. Auf der faulen Haut sitzen. Wenn ihr psychische Probleme habt, kenne ich. Holt euch Hilfe. Es gibt Fachleute, es gibt Krankenkassen, die das bezahlen. Ich habe ja, ich bin meiner Traumatherapeutin und ich habe einen privaten Therapeuten, den ich selber bezahle. Dieser Mann, Junge, der hat mich so weit gebracht, das sage ich ihm immer wieder. Wir bezahlen ihn auch selber. Und wisst ihr was, das ist mir alles wert. Wir hatten eine bei der Juleika, die schaute mich nur so an und meinte so, Alter, hast du gerade für 70 Euro Bücher gekauft? Ich so, ja, er hat gesagt, Junge, ich würde niemals 70 Euro für Bücher ausgeben. Ich so, Alter. Ich investiere gerade in mein Wissen, ja, in meine Ich weiß irgendwie nicht, was ich sagen soll. Mentale, psychische Gesundheit. Wenn ich mir Wissen aneigne oder etwas lese, was mir generell gut tut, das, warum nicht? Hä? Was ist das für ein Denken? So, und ich investiere dahingehend auch in meine Gesundheit. Die Therapie, dieser Therapeut ist mir jeden Penny wert, weil er mich sehr... Ja, also es ist gut, in sich persönlich zu investieren, gar keine Frage. Aber nicht jeder hat die Möglichkeit und aber die meisten haben die Möglichkeit, logischerweise. Das ist eine klare Sache. Und das ist auch eine gute Message, zu sagen, dass jeder von euch das Beste aus sich rausholen sollte. Ja, also wenn ihr Ziele habt, wenn ihr Träume habt, dann arbeitet daran, so gut es geht. Easy. Es ist nicht einfach und es ist nicht der einfachste Weg. So, man könnte einfach chillen, man könnte jeden Tag ein paar Stunden arbeiten, sich dann nach Hause auf seine Couch setzen und so, ist alles fein. Aber wenn ihr Träume habt, wenn ihr Ziele habt, dann zieht die durch. Also das ist eine gute Message. Die einzelnen Punkte, über die kann man sich hier streiten. Sehr weit voranbringen und mich dazu bringt, stabil zu sein, weil natürliche Selektion ist nun mal, dass wenn ein Virus kommt, wenn eine Pandemie ist oder keine Ahnung was, dass die Schwächeren sterben. Können wir bitte das Um Gottes Willen, was habe ich mir hier gerade angehört? Ach du Jemine, ey. Mich dazu bringt, stabil zu sein, weil natürliche Selektion ist nun mal, dass wenn ein Virus kommt, wenn eine Pandemie ist oder keine Ahnung was, dass die Schwächeren sterben. Können wir bitte das einfach mal akzeptieren, dass Schwache... Digga, wenn ihre Großeltern und Eltern sterben wegen Corona, dann wird sie das wahrscheinlich nicht mehr so fühlen. Ist meine Prediction an der Stelle. Menschen sterben, das ist normal. Hallo. Okay, dann reden wir nochmal, wenn deine ganze Familie an Corona gestorben ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob du die Meinung immer noch vertrittst. Viele Grüße. Die Lebensqualität sollte gesteigert werden, indem wir lernen, stabiler zu werden. Und nicht indem wir versuchen, so lange wie es geht, am Leben zu bleiben. Was ist das für eine Scheiße, hä? Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, das ist, was jetzt gerade abgeht. So, ich werde jetzt weiterarbeiten, aber... Bro, sie... No joke, sie ist wie so eine... Bro, sie stört den weiblichen Jungen so busy vom...
irgendwie so dieses rebellische, die bösen, großen. Aber jetzt wollte ich nur mal kurz losgeworden sein, weil ich finde das echt schade. Was ist ihr Job? Sie kellnert und sie macht noch irgendwas anderes. Sie hat irgendwelche Kunden. Ich mal normal arbeiten kann, weil egal wo ich hinfahre, die Kunden und ich sprechen über dieses Thema. Prost Mahlzeit. Ja, das ist, ich hab keinen Bock mehr, Leute. Und es ist kein Wunder, warum man sich dann jeden Abend einen reinorgelt, weil den Bums kann man sich ja auch nicht jeden Tag geben, ne? Wisst ihr Bescheid. So, ich fahr jetzt weg. Okay. Das Video ist ein bisschen weird. Ich muss weiter. Aber für alle diejenigen, die nicht arbeiten aktuell oder die depressiv sind, vielleicht verlasst ihr das Land. Jetzt mal ganz ehrlich, egal ob du deutsch bist oder nicht, verlass das Land. Geh irgendwo hin, wo du glücklich bist. Es kann ja wirklich sein, dass du dich in einem anderen Land, in einer anderen Kultur besser fühlst. Dann mach... Digga, was labert dir für eine Kacke? Digga, es kommen Flüchtlinge und Ausländer aus der ganzen Welt nach Deutschland, um hier in Deutschland leben zu können. Und sie und so viele wie sie sind so unfassbar überprivilegiert, dass sie sich in Deutschland schlecht fühlen. Digga, Deutschland ist eines der besten Länder, in dem du auf der ganzen Welt leben kannst. Junge, und dann diese Leute, die sagen, oh, in Deutschland die Inflation, oh, in Deutschland alles ist so schrecklich, die Politik, die Bösen da oben, ich wandere aus. Wandert alle aus, verpisst euch aus Deutschland, Digga. Wenn man so undankbar ist und rumheult den ganzen Tag, dann braucht euch hier kein Schwein, Alter. Euch wird es woanders nicht besser gehen. Wenn ihr hier Probleme habt, ja, mit eurer Psyche oder euren oder sonst irgendwas, dann habt ihr in anderen Ländern diese Probleme auch. Denkt ihr, Mallorca heilt eure Psyche oder was? Denkt ihr, eine Holzhütte in Schweden macht euch jetzt lebendiger? Am Arsch. Ja, einfach nur am Arsch. Ich hasse dieses Argument. Ich hasse es wirklich. Da werde ich sauer. Mache das aber auch. Geh. Such dir etwas, womit du glücklich bist. Für dich, für deine Gesundheit und für die Menschheit. Für die Gene, die du weitergibst, für deine Kinder, für deine Enkelkinder, ja, die nachher umgeben sind von den Menschen, die es dir vielleicht gleich tun werden. Das ist ganz wichtig, ja. Und es gab viele Dinge, die auch ich hätte die abgebrochen. Echt, ich bin alleine nicht weitergekommen. Ich weiß, wie das ist, wenn man Rückschläge erlebt, wenn man nicht mehr weitermachen kann, wenn man nur noch am Heulen ist, sich, ja, umbringen will quasi schon. Das ist, ich weiß, wie das ist. Und ich sitze hier und deswegen mache ich auch Videos darüber. Ich sage euch, es ist möglich, da rauszukommen. Geht mit jemandem darüber sprechen. Wir haben einen Sozialstaat. Redet mit den Menschen. Holt euch Hilfe. Ich bin freiwillig 7 Wochen, 2019 war das, 7 Wochen in eine psychosomatische Klinik gegangen. Das war wie eine Kur. Das war wie eine Kur. Leute, ich glaube an euch, weil ich habe es auch daraus geschafft. Es ist möglich und ihr könnt glücklich werden. Ihr könnt etwas finden, was euch glücklich macht, wo ihr wirklich jeden Tag... Ich habe Kunden zum Beispiel, die sind von morgens bis nachts bei der Arbeit. Die sagen, ja, das ist auch einfach mein... Ich liebe es. Also ich liebe das, was ich tue. Und wenn ihr das, was ihr tut, liebt, dann wird das für euch kein Thema sein, von morgens bis abends zu arbeiten. So. Was ich schlimm finde ist, muss ich aber auch an dieser Stelle ehrlich sagen, wir haben ja immer weniger Handwerker und auch immer weniger Leute, die hier im sozialen Bereich arbeiten. Aber weil die ganzen Büroleute einfach viel besser bezahlt werden. Und da muss ich auch sagen, da kann ich das verstehen, dass die Menschen nicht mehr arbeiten wollen. Jetzt mal ernsthaft. Weil und ein Bürojob ist nicht gesund. Es ist, ich gebe euch recht, wenn ihr sagt, ja, aber ich kann doch nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, das ist nicht natürlich. Ja, Handwerker ist viel gesünder, also so ein Maurer oder ein Dachdecker, dem geht's ultra gut nach ein paar Jahren. Also ich finde, für den Rücken ist das unfassbar angenehm. Ist überhaupt gar kein Knochenjob und ich finde, also das ist deutlich, ist deutlich besser. auf dem Dach zu sitzen, als auf seinem schönen Bürostuhl. Ich will raus, ich will flexibel arbeiten können und. Ja, da gebe ich dir auch recht, aber diese Berufe gibt es auch. Hallo. Und unser Vater Staat, der lässt diese Berufe aber nicht so gut. Hier bin Handwerker, Bandscheiben sind durch, 3-mal MRT gehabt, dieses Jahr, ey, alles Gute, gute Besserung. Ich kann es aber toppen, 4-mal MRT gehabt. Zahlen, das ist auch der Grund, warum wir da diesen Mangel haben, weil Geld spielt am Ende des Tages auch nochmal eine Rolle. Man muss ja seine Familie auch finanzieren können. Aber vielleicht auch, das kann ich euch auch nur als Tipp geben, seit 2018 bin ich sehr minimalistisch geworden. Und zwar, weil ich gemerkt habe, dass ich mit weniger glücklicher bin
Und dass, wenn ich die ganze Zeit nach mehr frage, der Schal zum Beispiel, den Schal, den ihr hier seht, das ist auch ein Geschenk gewesen, den ich bekommen habe zu meinem Geburtstag. Ja, aber wenn ihr immer mehr nach mehr fragt, ne? Gute Info, ja, die war sehr wichtig für das Video. Grüße an den Schal. Dann ist das kein Wunder, dann habt ihr immer höhere Ausgaben. So. Und wenn ihr immer auf Social Media hockt, wo alle sich 1000 Sachen leisten können und was weiß ich was, dann ist das ja auch kein Wunder. So Leute, wo sind die Donations, ja? Ihr müsst auch mal investieren, wie sie gesagt hat. Also nicht gesagt, aber habe ich einfach mal so getan. Auch mal minimalistisch sein. Ihr braucht nicht so viel, Chat, okay? Alex, Sirlet Kid, Epi, ihr braucht gar nicht so viel. Stahl, Kumuni, ihr seid doch mit wenig glücklich. Das, was ihr überhaupt, das könnt ihr auch alles mir geben. Wie wär's denn damit? Wenn ihr es euch leisten könnt, dann macht es, wenn ihr da Bock drauf habt. Pioni, hau rein, danke fürs dabei sein. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dann lasst es einfach. Und lernt damit umzugehen. Und lernt mit weniger zufrieden zu sein, dankbarer zu sein. So, jetzt habt ihr mal meine andere Facette gesehen, du. Wenn ich mal ein bisschen ausrasten kann, dann kann ich nämlich auch. So, liebe Leute, geht arbeiten, ich kann das auch. Und wenn ich das kann... So, liebe Leute, geht arbeiten. Oh Mann, ey. Dann kannst du das auch. Das war's mit Poor Life. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt muss ich hier vorsichtig drüber fahren. Das ist noch Geld, oder? Ja, dieses Video ist wieder eine subjektive Wahrnehmung aus mündlich zusammengetragenen Informationen. Alles klar. Tja, das Video war es nicht so, sag ich mal, ne? Also, es waren ein paar Punkte dabei, die waren richtig, aber es waren auch viele dabei, die waren komplett für den Arsch. Ja, fand ich jetzt nicht so geil. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Vor allem das Corona-Ding ist halt so dumm und dieses aus Deutschland raus und auch viele andere Punkte, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ja, vielleicht, ich hab die Frau mal auf dem Kika. Lasst schnell ein Abo und ein Like, da würde mich freuen. Haut rein und ciao.